Stefanie hat vorhin gesagt, es gibt keine Liebesgeschichten für Frauen über 50. Dieses Buch ist dagegen beweist. Es ist ein Buch, eine Liebesgeschichte über Menschen, die älter sind. Aber es ist ein Buch. Ein Buch. Vielleicht wird es noch ein Film. Ich bin sicher, dass es ein Film wird, weil es ein wahnsinnig schöner Stoff. Also war keine Pflichtlektüre für mich da, das zu lesen, sondern man erfährt etwas über Menschen, die lieben und eine Vorgeschichte haben. Und das wird sehr selten ausgeleuchtet. Und meine Frage an Sie ist, die alle Schriftsteller mit Nein beantworten und wo sie alle flunkern. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, da erzählt ganz viel Arendt. Ja. Und was kann man daraus schließen, aus diesem Jahr, dass Liebe auch in der zweiten Lebenshälfte einen genauso umhauen kann wie in der ersten Lebenshälfte? Ich glaube, es kann einen genauso weghauen. Das ist so, wenn du dieses Gefühl, ich glaube, es sind ja nicht alle so gebaut, so, dass sie dieses Gefühl so erleben, glaube ich. Das kann durchaus sein. Aber ich glaube, dass es dich auch mit 70 noch treffen kann. Und so, ich denke da manchmal an Goethe, wo er auch 70-jährig sich noch einmal unsterblich verliebt hat. Hoffnungslos in dem Fall, das erste Mal, was eine unglaubliche Erfahrung für ihn gewesen sein muss, dass er, der große Goethe, dann nicht erhört wurde. Ja? Aber ich glaube, dass dieses Gefühl immer da sein kann. Und es ist eigentlich das, und das, davon handelt dieses Buch, dass die Frage ist, was mache ich denn, wenn ich vernetzt mit Eltern bin, die ich pflegen muss, oder mit einem Kind, das ich schon Kinder habe, oder mit einer gescheiterten Beziehung hinter mir. Was mache ich denn plötzlich, wenn dieses Gefühl kommt und mich eigentlich aus dem Leben raushaut? So, was mache ich dann mit all dem, mit dem Netz, in dem ich mich befinde, in diesen vielen Beziehungen? Wird dann dieses Gefühl einfach klein und mache ich das dann klein? Lasse ich es dann einfach ausbrennen? Ja? Oder darf es dann immer noch lodern? Und das wollte ich erzählen. Und das wollte ich auch erzählen eben für eine Frau über 50 und für einen Mann, der durchaus schon Beziehungen hinter sich hat. Ja? Und der Mann ist jünger als die Frau. Der Mann ist deutlich jünger als die Frau. Und das kommt dann noch dazu, dass mit all den Zweifeln, die Frau über die Liebe dieses jüngeren Mannes hat und sich fragt, wird das auch in 5 Jahren noch so sein? Ja, wird er mich noch anschauen? Das ist die Geschichte, die ich erzählen wollte. Ja. Ich finde, es ist Ihnen gelungen. Dankeschön. Ja.